Dr. Al-Muhammas Abdul Nasser kommt aus Syrien. Die deutsche Sprache zu lernen ist für ihn unabdingbar, denn er hat große Pläne für die Zukunft. Er möchte in Deutschland seinen Beruf als Neurologe weiter ausüben. Ein erster Schritt ist getan. 5 Monate lang besuchte er den berufsbezogenen Sprachkurs für Migrantinnen und Migranten an der Volkshochschule in Delmenhorst. Danach schloss sich ein Praktikum an. Seit 3 Wochen machte er es bereits in der Praxis für Allgemeinmedizin von Brigitte Unger.